Der geniale sowjetische Astrophysiker Nikolai Kozriev zeigte, Zeit ist eine spezielle Art von Energie. Sie wird entweder absorbiert oder umgekehrt ausgestrahlt. Um das zu beweisen, schufen die Wissenschaftler unter Laborbedingungen spezielle Spiegel. Sie sollte die Energie verdichten und ein Portal in eine andere Zeit öffnen. Die Spiegel Kozrievs, das sind Aluminium- oder Spiegelstreifen in Spiralform. Sie reflektieren die physikalische Zeit. Um zu verstehen, wie die Zeit den Menschen beeinflusst, wurden im Inneren der Spiegelkammern Sessel aufgestellt. Für kurze Zeit wurde dorthin ein zu untersuchender Mensch gesetzt. Die Experimente zeigten, die Menschen innerhalb der Spiegel erlitten verschiedenartigste psychophysikalische Empfindungen. Ihnen schien es, als ob sie aus dem eigenen Körper heraustraten. Es wurden auch Fälle von Telekinese und die Gedankenübertragung über räumliche Entfernung dokumentiert. Für diese und andere in den Experimenten gewonnenen Ergebnisse hat man bisher noch keine Erklärung gefunden. Im Prinzip brachte Kozriev die Idee hervor, dass man mit bestimmten Technologien einen idealen Spiegel bauen kann, der in der Lage ist, quasi einen Menschen zu reflektieren, quasi auf atomarem Niveau und ihn an einen anderen Ort zu bringen. Es war kein Zufall, dass Kozriev Spiegel nutzte, um Menschen innerhalb des Raumes zu bewegen. Denn die Menschheit hat Spiegel schon immer als magische Gegenstände angesehen. Über ihre Eigenschaften gibt es furchterregende Gerüchte. Zum Beispiel sahen Magier in ihnen die Zukunft. Man bedeckte die Spiegel, wenn im Haus ein Verstorbener war, da man fürchtete, dass seine Seele darin bleiben könnte. Unsere Vorfahren waren nicht so weit entfernt von der Wahrheit. Viele Forscher halten auch heute Spiegel für den Übergang in eine andere Welt. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs benutzten die Deutschen ebenfalls Spiegel für geheime Pläne. Unter ihnen war das Projekt Sonnenkanonen. Orbitale Spiegel von unglaublicher Größe, die mit einem starken Strahl die Flüsse austrocknen und ganze Städte niederbrennen sollten. Auf Hitlers Anordnung wurde ein ganzes Geheiminstitut namens Ahnenerbe geschaffen. Eine seiner Aufgaben war die Erforschung der Zeit. Wir sprachen über Ahnenerbe und es beschäftigte sich mit der Erforschung der Zeit. Sowohl unsere als auch ihre Spezialkräfte beschäftigten sich damit. Über die Geheimpläne des Dritten Reiches gab es Legenden. Die Zeitmaschine brauchte Hitler so dringend wie die Luft. Die Faschisten hielten die arische Rasse für höherwertig. Genau sie sollte die Weltherrschaft übernehmen. Dafür war es für sie notwendig, in die Tiefe der Geschichte einzudringen und Kenntnisse über antike Zivilisationen zu erlangen. Mit der Zeitmaschine wurde das möglich. Von dem Ort, an dem an den Geheimplänen gearbeitet wurde, wusste nur ein enger Kreis von Eingeweihten. Und lange Zeit blieb es sogar für Forscher ein Geheimnis. Der Historiker Trifonov meint dazu, die Deutschen errichteten ihre Maschine in Königsberg.